Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Gameplay-Teil von Hellblade. Ja, heute Morgen habe ich ja eigentlich erst weitergespielt gehabt und jetzt fangen wir halt nochmal an. Mein Freund ist gerade weg. Jetzt genau, hier sind wir stehen geblieben. Hier gibt es einige so Dinge am rumhängen. Mal gucken, ob wir hier irgendwie was zusammenkriegen. Die Dinge erinnern mich irgendwie so ein bisschen an Rise of the Tomb Raider. Bei der Hexe Baba Yaga. Genauso wie die Gegner, die ich hier bekämpfe. Die sahen genauso aus. Oh, es wird verschwommen, es fängt an zu regnen. Okay, kann ich darüber hüpfen? Okay, ich meine, ich kann an sich generell nicht hüpfen. Keine Ahnung, wie ich da sonst rüberkommen soll. Da mal das Tor. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Er zeigt nach links. Tut sich gar nichts. Nee. Muss ich wohl hier durchlaufen, damit da dann mit Sicherheit die Brücke erscheint. Ich muss noch erstmal woanders den Anfang, nehme ich mal an, finden. Mein Kater guckt schon so, als will er gleich nerven. Okay, ich würde sagen, wir fangen mit den ganzen jetzt einfach an. Wir gehen jetzt einfach zur Tür, um einen Anfang herbeizurufen. Womit dann natürlich alles andere weitergeht. Reminds her of somewhere. The forest. Where? Which forest? The forest in the wilds. The wilds. She left again. She went to the wilds. Wo gehen wir am besten lang? Why did she go to the wilds? She wanted to fight her own darkness. She thought she could beat her own darkness. Did she beat her darkness? No. It nearly killed her, but she tried. Druth. Druth helped her. If it wasn't for Druth, she'd be dead. She can't beat her own darkness. She wanted to marry Dillian. She came to beat her own darkness. Okay, mit dem Tor kann ich wohl nichts anfangen.
Okay, nee, da hoch kann ich nicht. Keine Ahnung, wie ich da rüberkomme. Okay, wir laufen jetzt mal hier wieder zurück, weil hier hinten war ja auch nochmal so ein Tor. Genau, da ist es. Okay, jetzt bin ich da durchgelaufen, jetzt ist es offen, oder? Ja, okay. Aber die Frage ist trotzdem noch, wie komme ich da hin? Ach, jetzt ist hier auch die Brücke, sieh an. Ist ja schon so ein bisschen verwirrend hier. Wir lassen erstmal hier die Brücke runter. Damit wir so eine kleine Abkürzung hier natürlich haben. Wo bin ich? Wo geht's hier hin? Was gibt's hier? Da mal so ein... Ich sag jetzt mal so ein Runenstein, der einem wieder was erzählt. The Northmen say you must sacrifice in order to receive. They tell how the runes were revealed to Odin only in sacrifice. He hung himself from the world tree, and he stabbed himself with a spear, and he dedicated a sacrifice to himself. For 9 nights he hung on the tree without food or drink, and at last he saw the runes below him. He gave a cry and gathered them in his mind and learnt them. Then he fell from the tree. Okay, die Geschichte, die kennt man aber schon. Also die Effekte sind ja schon geil. Okay, jetzt geht's hier eigentlich nur noch hoch, ne? Und wie komme ich jetzt darüber? Ich komme da gar nicht rüber, oder? Ich würde sagen, wenn ich runterfalle, bin ich tot. Wie komme ich denn da auf die andere Seite? Kann ich da hochklettern? Nee. Nee, kann ich nicht hochklettern? Habe ich hier vielleicht etwas übersehen? Kann ich über diesen schrägen Balken drüber? Nee.
Ich mach mich erstmal wieder an. Hey, hallo. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo ich lang soll. Wir machen hier mal noch die Tür hier auf. Was können wir noch machen? Hier in dieser Welt, wo wir gerade so gesehen sind. Okay, darüber kann ich eigentlich schon mal gar nicht mehr. Da hinten die Brücke ist noch hoch. Was ist, wenn ich jetzt hier wieder durchgehe? Die Brücke ist ja jetzt nach unten. Die Tür ist jetzt auch noch offen von mir. So, ja klar, jetzt ist da natürlich wieder zu und ich kann da entlang. Meine Güte, das haben die cool hingekriegt. Dadurch gibt's weniger, wenn ich da jetzt durchgehe. The Ravens. The Ravens. They've gone. No. Half of them have gone. They've gone. Some are still there. But where? Some are still there. No. Are Ravens helping? Right. He's not helping. It's a trick. Quiet. Quiet. I can't think. Out in the wild. In the cold winter woods. Where have they gone? She no longer felt fit for this world. She almost gave in to the darkness. Almost. But she remembered Dillian's words. She remembered her promise. She resolved to fight on and kill that which had become a part of her. Ich würde jetzt mal sagen, im Rausch sollte man das Spiel wohl nicht spielen. Ich glaube, das wäre nicht so gut. Okay, es sind also weniger Raben geworden. Dann fehlt uns so gesehen jetzt noch die andere Seite. Was gibt's denn hier? Ah, hier geht es so gesehen lang. Okay, da geht's nicht hoch. Okay, hier geht's lang. Da tat sich jetzt nichts. Wie komme ich denn da jetzt darüber? Doch irgendwas hier. Oh, war das vorhin auch schon da? Ich meine hier das Brett. Kann ich mich nicht dran erinnern, dass es vorhin auch schon hier war. So, wir hatten hier hinten auch noch eine Brücke zum Runtermachen. Genau hier. Die machen wir jetzt zuerst mal runter.
So, und dann gehen wir mal hier hoch. She could banish it on her own. The further she saw into the darkness, the more she struggled to see anything at all. And in the gloom, the smallest hints of shape, sound, or thought grew in strength until they consumed her whole. Before she knew it, the darkness had her in its claws. The gate is open. Open. She did it. There is no such thing as victory when it comes to the darkness. It's like it doesn't want to kill her. Yet, it will gnaw at her, biding its time. Only when she is at her weakest will it strike to kill. Will she find Dillion? Before her time comes. Schon wieder. Na denn? Aktivieren wir es mal. Overcome Valravan's final illusion to face him in his keep. I know you can do it, Senua. You have the sight. We both see the darkness. We can fight it together. So, hier geht's hoch. Ich habe gesehen, diese Raben kommen irgendwie schräg von oben runter Richtung Tor. Jetzt ist nur die Frage. Speak to me, Drew. Tell me a story. Senua, listen. I will tell you the tale of a man called Findon. The Northmen captured Findon's sister, and his father sent him to pay for her release. But they took his gold, put him in chains, and held him for a day and a night without food or water. So, was tat sich dadurch jetzt auf? Then they released him. I don't know why. Upon his return, his father's enemies in Erin set fire to his home. His father burnt to death, and his brother was killed. But he escaped with sorrow in his heart. His father's enemies offered redress for his loss and invited him to a feast. It was at a hall near the sea. But when he went there, they betrayed him to the Northmen, who enslaved him and took him to hell. 6 years later, his slave masters landed on the shores of Orkney, burning all before them. And into that fire, Findon made his escape. What was Findon burnt away that day? But from the flames, a new man stepped forward.
and Druth was born. Druth, the man that I am now. And though Findon never set eyes on his dear sister again, I, Druth, have found you, Senua. I wish you could have seen my home before these dark times. Okay, soll ich hier jetzt runter? Da ist nochmal so ein Tor. Ah ja, okay, da muss ich also durch. Damit ich hier den Balken habe zum Rübergehen. Und dann könnte ich quasi wieder zurück. Wir haben da schon 3 Symbole hängen. Mehr als 3 brauchen wir eigentlich nicht, ne? Ich komme da nicht hoch. Ich glaube, ich muss nochmal durch das Tor wieder so gesehen zurück durch. Damit das Geäst da weggeht und ich da noch weiter hoch kann. Okay, das Geäst ist trotzdem noch da. Ach so. Jetzt ist da aber Geäst da, wo ich hoch kann. Oder war es vorher auch schon da? Scheiße. Bin ich eigentlich noch Herr meiner Sinne? Vorsichtig, Madame. So, jetzt bin ich in einem Vogelnest. Los geht's. The gate is open. It's open. It's darkness. I know it from the wilds. It's coming back for me. Ich habe ganz schön große Augen. Nanu. It didn't end well in the wilds. It never does. You think you can overcome the darkness, make sense of it, and once relief. Was passiert da mit uns? Strikes out of nowhere, throwing you helplessly back into the maelstrom, drowning the mind in fear. Okay. Deeper. Deeper. Dragging you down so far into the void that maybe this time there is no coming back. But there, in the darkness, Senua. And
She remembered what he told her. Hear me. Reach out to me. Senua. Take my iron mirror. Look into it. For it is a window into the underworld. Within, you will see the face of the darkness that you fear. And if you focus, like I have taught you to, you will also see that as much as the darkness has you trapped within its veil, it too is trapped within yours. Focus! 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 I see you! I see you now! You led me to the wilds! You trapped me there! Okay, also niemand muss kämpfen. Habe ich nicht. Damit renne ich. Oh, ich kann nicht mehr wegflüchten. Scheiße. Okay. Hat er mich jetzt erwischt? Scheiße! Ups. Ich glaube, er hat mich erwischt. Huch, jetzt habe ich keinen Ton mehr. Ich wollte eigentlich flüchten. Der hat mich doch wieder erwischt. Oh, leck mich doch mal.
Okay. Drei Stück jetzt, ey. Hallo, steh dich. Valravn, one of the keys to the gate to Helheim. Hold it in your mind's eye. With every battle, the darkness grows stronger. Every victory, bringing her closer to defeat. Unfair, isn't it? In those dark winter nights in the wilds, there were times when she considered letting go. If it weren't for Druth, a chance encounter in the wilds, she would not have heard his stories of the Northmen. And she would not have this chance to find Dillian's soul. I'm coming. I still hear you. Und es hat gespeichert. Das passt prima. Und nochmal speichern. Wunderbar, das lief doch ganz gut eigentlich. Ich wusste jetzt nicht, ob ich bei dem einen Kampf, also vorhin da mittendrin einmal gestorben war oder nicht. Keine Ahnung. Einerseits sah es danach aus, andererseits aber auch wiederum nicht. Ich kann hier kaum noch sagen, was ist hier eigentlich passiert, was nicht. Errungenschaft freigeschaltet, Master of Illusion. Aber wir haben es geschafft. Scheißegal, ob ich jetzt einmal gestorben bin oder nicht. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Die Leiche ist auch fort.
Gut, wir sind jetzt bei 35,5 Minuten mittlerweile. Also hier ist jetzt Schluss erstmal für diesen Teil. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder beim nächsten Teil. Und ihr seid hoffentlich auch wieder dabei. Ja, das war Hellblade Senua's Sacrifice oder sowas heißt es, glaube ich. Und mit von Löher Gameplays als Hobby, das bin ich. Und hoffe, ihr habt noch weiterhin viel Spaß bei mir auf der Kanalseite oder generell auf YouTube. Und bis zum nächsten Mal, hoffe ich doch. Und auf Wiedersehen. Tschüss.